So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3 Blood Dragon. Wir starten heute mal im Menü und hupfen jetzt gleich rein. Nanomets in der Spielwelt heilen dich. Aber mal ehrlich, wer würde schon Spritzen benutzen, die irgendwo rumliegen? Junkies. Junkies, ja, Junkies würden das benutzen. Brauchst du Credits? Okay, was soll der Scheiß? Ja, das ist unsere Mission. Wir befinden uns jetzt hier in diesem... in diesem Außenposten, den wir uns gekauft haben. Den wir uns gekauft haben, ja. Nee, wir kaufen uns jetzt Waffen. Den haben wir uns aber nicht gekauft, sondern... wir haben den erobert. Was ist dies? Ein Scan des Nordwesten, der zeigt Samenbade zum Stillen. Mitnehmen. Nehmen wir mit. Sondendinger nehmen wir mit. Kauf nicht möglich. Okay. Waffen. Ist da was Neues? Ja, die Terror ist dazu gekommen. Hat einfach nur extrem viel Schaden. Was haben wir mit sie dabei? Die, die und die. Ne, das passt. Die Waffen passen. Wir drücken jetzt M. Genau. Ach, jetzt sehen wir hier. Hey, da können wir mal hingehen. Wie fühlen Sie sich nach das ist da oben. Ich fühle mich wie neu, Doc. Mädchen, das hast, das hattest du schon mal gesagt. In the Bishop of Battle bin ich so gut wie unbesiegbar. Doc, Sie spielen Computerspiele? Aber ja, Rex. Videospiele sind ein anerkannter Bewältigungs- Da ist ein Drache. Wie jedes Hobby. Sie verbessern die Hand-Auge-Koordination, Problemlösung, soziale Interaktion und das Selbstwertgefühl. Und keine Studie konnte je einen Zusammenhang zwischen Computerspielen und Gewalt beweisen. Ehrlich, jeder, der Spiele für schädlich hält, ist ein blöder Pimmel. Hey, wow, Doc. Nein, Rex. Pimmel steht für partiell ignoranter Mensch mit elementarer Lernbehinderung. Eine Abkürzung. Ich schätze, das hier ist kein Spiel. Toll, jetzt wollte ich den so schön abschießen. Boah, Drache! Geh bitte bloß weg von mir. Megaschilder offline. Megaschilder offline. So, erstmal stehlen. Und dann holen wir uns halt mal die Kassette. Toll, wir ziehen ihm fast nichts ab, so. Hau ab. Alter, die halten voll viel aus. Oder ich treffe nicht, aber ich treffe doch. Haha. So, jetzt haben wir gleich unseren zweiten. Yes. Und wir sind jetzt aber auch gleich tot. 20 bis zum nächsten Level. Levelanstieg. Oh, da ist ein Gegner. Stirbst du? Wow. Wir haben ein neues Level erreicht. Okay, wir haben jetzt... ja. Da ist unser Ding, da müssen wir hin. Jag etwas in die Luft, ist unser Ziel. Sonst haben wir nichts mehr. Genau. Dann würde ich aber sagen, laufen wir nochmal, drehen wir einfach nochmal um, gehen dahinter und holen uns erstmal wieder Munition. Da haben wir ja gerade schon wieder dermaßen viel verblembert. Wie viel haben wir da noch? 94 Schuss. Da. Präzision gleich 0 bei der Waffe, ey.
Aber ich meine doch, wir haben doch das Geld. So ist das doch kein Problem. So. Hab's einmal zu viel gedrückt. Dann gehen wir jetzt zu unserem Missionsziel. Schwimmen halt einfach geschwind. Wir haben ja unendlich Luft. Wir haben auch unendlich alles. Wir sind der Unendliche. Oh. Ah. Er wirkt leicht erregt. Wir nehmen die da. Die stinknormale MG kann ja nicht schaden. Aber ich finde das Spiel... Ich habe meine Ladung verschlossen. Hast du das? Ich meine... Eher nicht, dass du das hast. Einen haben wir noch hier. So. Wir sind müssen dorthin. Und könnten da vorher noch rein theoretisch. Diesen Außenposten erobern. Was soll der Scheiß, ja? Erobern wir noch kurz. Der ist ja nicht weit weg, oder? Und da müssen wir hin, da ist der Außenposten, erobern wir den. Ich mag das, wenn das immer so speichert. Hey Doc. Erzählen Sie mir von dem Silo. Das ist das Hauser-Labor. Das Herz der Blutdrachenforschung. Und die Zuchtstation, wo die Drachen aufwachsen. Zuchtstation? Silo. Scheiße, ich muss machen. Wie sind Sie bei diesem Irren gelandet? Nachdem die USA die russische Invasion mit der Atombombe gestoppt hat, hatten wir kein Zuhause mehr. Sloan gab uns eins und ein Ziel. Wir wussten ja nicht, was er vorhatte. Also gut, Doc. Aber jetzt ist Sperrstunde im Brutkasten. Missionsziel, ins Hauser-Labor eindringen. Der soll sich mal bitte wegdrehen. Komm, zeig mir jetzt endlich Takedown an. Und dann nach vorne, nehmen wir den mit. Ach ja, wir haben hier ein neues Level. Da möchte ich mal noch kurz reinschauen. Fähigkeiten. Wir sind jetzt Level 12. Level 12 Gesundheitsfeld. Passt soweit. Dort ist eine. Takedown bringt auch am meisten Erfahrungspunkte. Eine Hand sticht die andere. Eine Hand sticht die andere. So ein schlauer Spruch. So. Sind wir drin. Dann würde ich sagen, wechseln wir aber mal auf was Nahkampftechnisches. Aha, Bug.
Interagieren bitte. Schutzfilme machen Spaß beim Schießen, aber das Nachladen nervt. Ja, der hat's erfasst. Der Schreiber dieser Texte. Herzlich willkommen im Silo der Zukunft, wo all ihre Festungsträume wahr werden. Ich bin drin, Doc. Für eine Zuchtstation steht hier aber viel Technik rum. Das ist mehr als eine Zuchtstation. Hier baut Sloan die Hirnschirme, um die Drachen zu steuern. Solange sie diese Hirnschirme tragen, greifen sie seine Cybersoldaten nicht an. Das werde ich ändern. Zerstören sie die Räume für die Prototypenkonstruktion. Und wenn ihnen Drachen mit Hirnschirmen begegnen, schießen sie auf den Aggressionshemmer hinten auf ihrem Schädel. Das macht sie so aggressiv wie vorher und sie greifen die Cybersoldaten an. Ansonsten reagieren sie nicht auf Cyberherzen oder Feuer. Zerstören sie die Hirnschirmprototypen. Da haben wir zwei. Fuck. So, hat doch noch geklappt. Weiß jetzt halt nicht, soll ich da lang? Boah, jetzt hat die Waffe schießt, war echt scheiße langsam manchmal. Termin verpassen. Oh Kacke, da kommt schon wieder neue. Das wird nie langweilig. Das stimmt allerdings. Es gibt einfach weiterhin nichts Geileres, als diese blöden Granaten zu schmeißen. Yeah! Shit! Ich kann den Kerl so feiern, es ist ja so geil inszeniert und gemacht alles. Hammer cool. Das ist der, der hockt in seinem Brutkasten fest. Das soll ich kaputt machen. In den unsicheren Zeiten der sowjetischen Bedrohung beschützt sie dieser 5-Sterne-Silo mitsamt ihrer Privatarmee vor Radioaktivität und wir haben Zeit. Ja, ja, der kann schießen, so viel er will. Das, da kommt der nächste schon. Okay, die halten echt verdammt viel aus. Machen wir es wieder mit Granaten. Bestehl halt. Nachladen kannst du danach immer noch gemütlich. So, ich spiele halt richtig aggressiv. Oder? Ihr kennt es ja von mir nicht anders. Ups. Wappa, da runter. Den stehlen wir auch noch.
Ist halt cool, die haben halt nicht immer nur Herzen. Die haben ja auch noch Geld oder Granaten oder Munition oder sonst was. Weiter zum nächsten Hirnschirmkonstruktionsraum. Wird halt immer einen Mittelfinger auspackt. Ja, dann gehen wir lieber erstmal wirklich den Weg entlang. Gruseltüren. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, lass mal bloß mal Ruhe, sonst werde ich aggressiv, aber das kapieren die ja wieder nicht. So, wir machen jetzt als nächstes den da platt. Ach, schmeiß mal eine Granate rein. Boah, es sind ja tausende. Da eine Granate hinter, da. Uiuiuiui, so, die lassen wir jetzt halt aber einfach am Leben. Missionsziel erreicht. Eindringlinge, Eindringlinge, an das gesamte Personal. Eindringlinge müssen von der Silotür ferngehalten werden, die zur Zuchtstation führt. Hart. Neues Ziel setzen. Besteht Missionsziel erreicht. Auf untere Ebene springen. Nimmst du mich auf den Arm? Sie sind kein Kätzchen, sondern eine Tötungsmaschine. Springen Sie! Warum ist das Ding so verflucht langsam? Ach du liebe Zeit. Okay, und los. Missionsziel? Flammenwerfer sichern und Blutdrachengelege zerstören. Alarm. Untere Ebene infiltriert. Der Eindringling darf die Zuchtstation nicht. Nehmen wir das. Sonst könnte er die Notflammenwerfer an der Wand auf das eigene. Inventar auffüllen. Wenn wir schon da sind. Körperpanzer kaufen. Nanomedisonden. Ja. Gibt's was auf die Eier? Achtung! Die an der Wand montierten Flammenwerfer dürfen nur in Notsituationen von autorisiertem Personal verwendet werden. Sollten Sie nicht sicher sein, ob es ein Unfall ist, dann ist es keiner. Guten Tag. Sollen Sie sich nicht sicher sein, es ist keiner. Ich würde an deiner Stelle mich mal nicht so aufführen. Bei der Arbeit sterben, na sowas. Der will doch nur blau machen. Alter, was hat der für ein Panzer, der Kerl? Mhm.
Kopfschuss. Na, dem ist nicht nur der Kragen geplatzt. Dem ist ungefähr so alles geplatzt, glaube ich, was platzen hätte können. Oh, der Hund hatte auch was dabei. Komm, schütte mir dein Herz aus. Benutze den Flame, um die Dracheneier zu braten. Das zerreißt einem das Herz, was? Ei, der Tau. Ich mag mein Ei. Knusprig. Fuck, da ist ein Drache. Feuer regt die Blutdrachen nur an, es verletzt sie nicht. Oh, scheiße. Klasse. Endlich sind hier keine zwei Drachen oder so und da ist in der Art. Ja, ja. Dies war's Nummer 1. Nummer 2 chillt da. Ich hab dir ja voll viel abgezogen schon. Fuck, ich falsche Taste. Die waren jetzt irgendwie schwach. Yeah, rock and roll. Ja, Flamer. Nee, oder? Scheiße, toll. Jetzt zerstöre ich erstmal so viele, wie es geht. Sind das etwa Aliens? Aliens? Das erinnert mich an die... Ein Spiegelei, kommt sofort! Oh Gott, da ist der Drache. Es erinnert mich an die Grasverbrennungsmission aus dem Originalspiel. Na gut, au. Beruhig dich. Ich bleib immer in Bewegung. Wenn ihr groß seid, Omelette. Hier, ich habe Schale weicher Kerl. Wer hat der Rührei bestellt? Missionsziel, Aufzug erreichen und entkommen. Alarm, sämtliche Eigenliege zerstört. Feuerunterdrückungssysteme haben Feuer gefasst. Evakuierung. Selbstzerstörungsprotokoll eingeleitet. Das war knapp. Einen schönen Tag, danke, gleichfalls. Ich glaube, wir haben noch genug Zeit, unsere Waffen aufzufüllen. Naps, aber nicht, wenn man die Taste jetzt nicht erwischt. Munition auffüllen, okay. So, dann hauen wir jetzt halt ab. Ist der Aufzug so langsam? Wozu soll das gut sein? Dramatische Spannung. Alarm. Blutdrache nähert sich. Eine der Mütter. Sie ist verärgert wegen der Sache mit dem Flammenwerfer. Ihnen bleibt keine Zeit, den niemals sicheren Abstand zu erreichen. Hm. Kommt dir das nicht bekannt vor? Hm.
Hä? Der ist ja so schnell gestorben. Gut, gehen wir wieder dahin. Konsumartikel, wir brauchen wieder einen Panzer. Und wir brauchen Sonden, 3 Stück. So. Schafft der Aufzug heute noch, bitte? Danke vielmals. Ja. Meine Empfehlung, benutzen Sie das Geschütz. Ach, was? Interagieren. Schlüpft dann auf. Da geht was. Alle werden sterben. Alle werden sterben. Hast schon recht. Was? Du willst auf mich zielen? Bumm. Lauf um dein Leben, Forrest. Bumm, 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 bumm. Bumm. Mach bumm da oben. Hat hier eigentlich nichts zu tun. Wie wär's mal mit was arbeiten, wenn Geld verdienen? Oder ist bei euch eher nicht so cool? Ich weiß irgendwie gar nicht, ich schieß einfach, ziel einfach wegen. Ich kann sogar zielen. Lalalum, lalalum. Oh, wie bin ich jetzt hier lang gekommen? Bin ich dabei? Gott! Ja, endlich mal wieder Video. Habe ich ja schon voll vermisst. Sayonara Sushi! Yeah. Wie geil! Ich habe alles durch mein Fernrohr beobachtet. Das war kaputt. Nein, Doc. Bilder von weinenden Clowns und Hunden, die Poker spielen. Das ist unglaublich. Aber das? Nur ein Job. Was soll der Scheiß? Wir haben abgeschlossen. Erfolg. Ich rede nicht mit Psychos, ich töte sie. Erreiche die Garnison. Sorry, Leute. Da machen wir uns im nächsten Part dran. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Und wir sind ein neues Level aufgestiegen. Schauen wir auch im nächsten Part nach. Ne, wir haben einen schweren Niederschlag. Okay, drück mal Escape. Ah, Level 15. Wir waren gerade noch Level 12. Du bewegst dich in der Hocke schneller, haben wir noch bekommen. Ein Gesundheitsfeld, drück E, um eine Flamer oder MG-Schützen zu erledigen. Sehr gut. Passt soweit. Ich danke euch jetzt wie gesagt fürs Zuschauen, wünsche euch wie immer einen schönen Tag, macht's gut und auf Wiedersehen, ich bin's, euer Flashy. Bis die Tage, ciao.